Willkommen zurück, Alter. Nee. Jetzt kam da noch ein Soldat raus. Also in der letzten Folge waren wir hier eigentlich fertig und jetzt kam hier wieder ein Soldat. Aber nicht, dass die hier spawnen. Das warte ich jetzt mal und guck jetzt mal darüber. Wenn hier wieder einer spawnt irgendwo, dann kriege ich einen Vogel, dann hau ich sofort ab. Wenn hier dauernd Typen spawnen. Da kommen wir leider nicht durch die Tür, wie gesagt. Uns fehlt der Schlüssel. Gut, wir gehen. Wir haben hier eh nichts mehr zu tun. Jetzt sind noch ein Level aufgestiegen, dann kümmern wir uns oben wieder drum. Wenn wir hier draußen sind, der Hund hängt da auch ein bisschen rum. So. Charakter. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier noch? Schaltet finale Hiebe gegen mehrere Gegner frei. Oh, nice. Finale Hiebe gegen mehrere Gegner ist natürlich schon enorm nice. Chance. Lalala. Energieregeneration im Kampf plus 10%. Nehme ich mit, weil Energie im Kampf einfach wichtig ist für die Zeichen, um die einzusetzen. So. Wir müssen immer noch durch die Kanalisation. Und ich guck mal, ob ich hier. Hierdurch zumindest kamen wir ja in die Kanalisation rein. Die Frage ist, ob das auch uns zu Philippa führt oder ob das nur wieder uns in das Labor führt. Hier unten war ja dann zu. Ach, hier gibt es mehrere Türen. Die hier zweigt ins Labor ab. Da oben war noch eine Tür. Da kommen wir durch. Schauen wir mal, ob die... Ach, natürlich. Falsches Schwert, Geralt. Erscheinungen. Bist du aber hässlich. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich hier auch noch Erscheinungen im Weg. Ganz kurz, die Damen. Gib mir mal einen ganz kurzen Moment Zeit. Muss mal kurz hier alles ordnen. Wenn da mal jemand reinfliegt, danke. Sehr nett. Das war die eine Erscheinung. Da ist noch eine Bruchsau und noch eine Erscheinung. Das war die Bruchsau. Jetzt noch die. So, komm schon. Also ich bin ja fast tot. Uiuiui. Das war aber verdammt knapp. Nachhallender Kristall. Ach was. Die bringen mich um. Will die mich verarschen? Was? Ich hätte den vielleicht mit irgendeinem Zeichen oder so traktieren sollen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll, mit den Kristallen. Das ging ein bisschen zu schnell. Wo habe ich dann das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, oben auf dem Platz. Das wäre ja nicht so schlimm. Aber das... Ja, da fängt der Part schon wieder toll an. Gut, jetzt wissen wir ja, was uns erwartet. Kann ich mir gleich mal ein Schutzschild machen. Und Silberschwert raus und loslegen. Die Leute sind mir gerade mal scheißegal. Auf gut Deutsch. Ob die jetzt Angst haben oder nicht. Stört mich gerade nicht so immens. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht und das will ich natürlich weiter erkunden. Nicht auf den Kristall gehen. Davon habe ich wahrscheinlich die ganze Schaden gekriegt, dass ich immer auf den Kristall geklopft hat. Ach, der greift immer die Kristalle an. Geralt, nein! Geralt! Alter, der kloppt immer auf die Kristalle drauf und kriegt damit so viel Schaden, anstatt dass er einfach nur die angreift. Ich muss das Ziel locken. Also mit, man kann sie ja auf ein Ziel festlegen, dass Geralt nur das Ziel angreift, das muss ich machen. Dann greift er nicht die Kristalle an. Wenn das so blöd ist, nur die drei Viecher da weg zu snacken. Oh Mann. So. Also nochmal. Diesmal könnte es ja funktionieren, weil alle guten Dinge sind ja drei. Und jetzt kennen wir sämtliche Eigenheiten des Raumes da unten. Silberschwert raus.
Schutzschild und rein in die gute Stube. Doppelt hält besser. Ich wollte eigentlich nur durch die Tür durch. So. Frau Bruxa, so. Ziel gelockt. Stirb. So, jetzt mal die Bruxa. Jetzt muss ich jetzt eine Erscheinung locken, habe ich geschafft. Dann snaggle ich kurz die Erscheinung weg. So, dann noch auf die da fixieren. So. So. Das war das. Speichern. Wie, ich kann nicht speichern. Okay, ich kann nicht speichern. Aber die Kristalle sind komisch. Das würde mich interessieren, was es mit denen auf sich hat. Was passiert, wenn ich da mit irgendeinem Zeichen draufballer? Jetzt leuchtet er blau. Was passiert, wenn ich mit Igni draufballer? Mal überall Art drauf, keine Ahnung, was mir das bringt. Ich glaube, absolut gar nichts. Gut, ich gehe mal weiter. Scheint hier vielleicht doch in Richtung Flipper weiter zu gehen. Nein, die Tür ist zugemauert. Wie komme ich hier durch? Mit Hilfe von den Kristallen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Wenn ich drauf schlag, kriege ich Schaden. Auch wenn ich mit normalen drauf schlag. Sehr, sehr merkwürdig. Gut, dann nehmen wir eben den anderen Kanalisationseingang. Wenn das hier nicht funktioniert, muss nur noch mal kurz schauen, wo der war. Den haben wir vor 2 oder 3 Folgen mal gefunden, sind dann aber weitergegangen und dann gab es ja die Quest mit der Cynthia mit dem Rätsel und seitdem war ich ja nicht mehr weiter hinten, deswegen da muss ich kurz nochmal schauen, wo ich da jetzt hin muss, auf jeden Fall habe die Ehre. Irgendwo hier weiter, da sind wir hergekommen. Langeweile in Reinform, wie immer. Da links kommen Wachen, die greifen uns jetzt wahrscheinlich gleich an. Nein, tun sie nicht. Oder doch, oder ja, keine Ahnung. Hier war der Kanalisationseingang, glaube ich. Nein. Hier war verschlossen. Der war irgendwo hier. Da bin ich vorbeigegangen, weil da die Wachen waren. Ja, ja. Entspannt euch mal, Jungs. So. Schild. Art und los geht's. Dann mache ich die paar Newsgaller Jungs hier auch noch kurz platt. Die stehen da im Weg. Ich will da reinschauen in den Raum, wo die davor standen. Ich sollte mir nur wieder kurz ein Schutzschild machen, sonst halte ich nicht lang gegen die durch. Und dann vielleicht auch mal Igni. Weil Igni dann doch auch ein guter Freund ist. Was Schaden angeht, über eine gewisse Distanz hinweg. Cookie, komm doch her. Oh, ich habe gleich beide getroffen mit meinem ersten Angriff. Ich würde erst gern die hier loswerden, weil wenn ich nicht ein los bin, dann geht es mit dem anderen auch schneller. Gerald. Und das war der erste. Schutzschild und jetzt der zweite. Schneller. Dann haben wir das auch geschafft. Schwert weg, Geralt. Warum kann ich nicht speichern? Mano. Ich will aber speichern.
Ja, Spiel gespeichert. Sehr schön. Wir gehen weiter. Hierdurch. Schlüssel erforderlich. Willst du mich verarschen? Mano. Ich brauche also doch den Kanalisationseingang. Ich muss kurz hier suchen, weil der war hier irgendwo. Hundertprozentig. Ich habe den ja schon gesehen. Ach nee, hier waren die Harpien. Tschüss. Ach nee, die sind auch noch... Nee, gar keinen Bock auf die. Die können nicht mehr ganz fett. Ihr wisst schon. Ganz sicher nicht. So, die Tür war verschlossen. Alter, was greift mich jetzt noch an? Sind die Nilfgaarder wieder gespawnt? Sieht so aus, Geralt hat das normale Schwert gezogen. Da komme ich nicht weiter. Natürlich sind die wieder gespawnt. Mann. Aber mich würde es echt interessieren, wo der Eingang war. Der war hier irgendwo. Verschlossen. Ich hatte den schon gefunden. Ah, ist das ärgerlich. Ich hätte mir das besser merken müssen. Wo der Eingang war, da waren die Jungs hier. Irgendwo da hinten war der. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ja, wir müssen da nach links. Da kommen wir aber so nicht durch, leider. Das ist das Problem. Wir haben da noch weite Flecken der Karte nicht entdeckt. Direkt links neben uns. Weil da eben Schluss ist. Moment, was lag da rum? Ach, Kartoffelbohr, wisst ihr, ich dachte, der Schlüssel von denen da. Aber dem war wohl nicht so. Da müssen wir durch, aber es ist verschlossen. Total bescheuert. Ich hätte mir echt merken sollen, wo der reinste Wirbelsturm. Der Kackeingang war. Vielleicht war der wirklich da oben irgendwo bei den Harpien. Ich weiß es nicht mehr, das ist das Problem. Und gegen die hilft Art einfach am besten. Hier war ich noch, hab gesagt, dass ich den bemitleide, weil der es nicht geschafft hat. Was aber normal ist als Normalsterblicher. Aber hier war der Eingang, glaube ich, nicht. Der war dann schon irgendwo drüben. Bin mir da nicht so sicher, das ist das Problem. Ach, Ladebildschirm. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Aber war nur ein kleiner Ladebildschirm. Für den Teil von der Stadt hier. Aber hier war die Schenke. Hier war der Kampf gegen den Nilfgaarder. Da ist der Sil gerade schon wieder. Aber da unten waren die ganzen redanischen Typen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, leider, wo der dumme Eingang war. Das würde mich echt mega interessieren jetzt, weil jetzt brauchen wir den. Ich habe keine Lust auf die Gargoyle-Quest. Deswegen geht es jetzt eben hier weiter. Bei Harpie und Harpie. Ihr lernt es wohl nie. Und Art ist gegen die absolut Gold wert. Wie, die lebt noch. So. Gab's wieder Grillhähnchen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das waren die und dann war ich hier oben fertig. Das heißt, der Eingang muss irgendwo da unten sein. Die Frage ist bloß wo. Das gilt es jetzt herauszufinden. Weil ich war da ja schon drin und bin dann wieder rausgegangen. Weil ich mich noch ein bisschen umgucken wollte. Ich hätte wahrscheinlich gleich durchgehen sollen. Dann wäre mir nicht passiert, dass ich es jetzt nicht mehr finde. Hier vielleicht. Ja, hier war's. Sehr schön.
Hier. War's. Kanalsystem unterhalb Loch Muins. Hier geht's weiter. Ja, wir sind richtig. Ein Traum. Aber das war ja auch wieder klar. Dass wir, sobald wir hier unten sind... Oh, nice. Da hat's ihn gleich mal vor Freude umgehauen, den Leichenfresser. Oh, Schild. Also der Leichenfresser gleich mal volle Lotte abgekriegt. Man muss wieder dran denken, die Herren neigen zu explosiven Handlungen, die dann leicht kopflos aussehen. Nämlich in etwa so. Ach ja. Schön, dass wir jetzt hier unten sind. Es geht also weiter mit Kanalisationsgekloppe gegen irgendwelche Monster. Der Eingang hier ist zu. Das heißt, geradeaus ist auch zu. Das heißt, wir müssen hier nach rechts uns weiter begeben. Ich bin jetzt lieber ein bisschen übervorsichtig als zu nachlässig. Dass wir die gute Philippa auch finden. Da brauchen wir einen Schlüssel. Für die Truhe. Donnerschlag. Rüstung aus Üs. Oh, schauen wir mal. Wie gut ist die Rüstung denn? Hä? Ich glaube, mein Rüstungs... Nilfgaarder Schwert 40 bis 44. Oh, nice. Das ist besser wie mein jetziges Schwert. Hat zwar nur einen Sockel Platz, aber da kann ich die Rune gut reinhauen. Ich habe bloß das dumme Gefühl, dass mein Rüstungstab hier buggy ist. Weil er nur noch Seldkirks Rüstung ist. Und ich habe jetzt weder im letzten Part die Handschuhe bekommen, noch jetzt die Rüstung hier, die vielleicht sogar mega nice wäre. Das heißt, uns entgeht jetzt quasi die Rüstung einfach so. Ich muss hier erst durch die Tür durch, bevor ich gegen die Herrschaften kämpfen kann. So. Das war er. Zu ihm muss ich auch erst hoch. Das Problem ist, ich komme wohl nicht hoch, wenn der da oben steht. Doch. Kurzer Moment. Jetzt bin ich voll und ganz für sie da. Tschüssi. Das ist echt minimal ärgerlich jetzt, dass der Rüstungstab wohl buggy ist. So wie es zumindest aussieht. Ach, natürlich. Wie Angriff von hinten. Zeig dir gleich, was von hier von hinten abgeht. Oh, direkt in die Mitte reinrollen war keine so gute Idee. Aber Art hilft irgendwie auch ganz gut. Haut ihn nämlich regelrecht von den Socken. Wenn alle drei auf einmal angreifen, wird es schwierig. Wenn sie schön nacheinander kommen, ist absolut gar kein Problem. Aber ist auch so absolut machbar. Ich frage mich eigentlich, ob ich das ganze Zeug hier noch einsammeln soll oder nicht. Von den zwei davon habe ich es jetzt liegen lassen, ich weiß. Aber das ist mir relativ egal. Was mich gerade nur ein bisschen aufregt, ist, dass der Rüstungstab wahrscheinlich buggy ist. Das finde ich echt total bescheuert. Weil die Rüstung, die neue, wahrscheinlich mega gut wäre. Zumindest im Vergleich zu unserer mega gut. Und dann bekommen wir den einfach nicht. Motorhaut Nummer 1. Ist explodiert. Und Nummer 2 explodiert vielleicht auch noch. So. Nehmen das Zeug einfach mal mit. Wir können es ja dann wieder gut verkloppen. Und dann gibt es wieder einen reichen Hexer. So. Wir speichern mal. Ich weiß, mein Leben ist nicht ganz voll, aber ich laufe trotzdem mal weiter. Frau Eilhardt ist irgendwo geradeaus. Nach links. Verschlossen. Was hat's hier noch? Bisschen Geld. Geradeaus müssen wir wahrscheinlich. Rechts. Gibt's wahrscheinlich auch noch einen optionalen Zugang. Nein, der ist verschlossen. Okay. Dann haben wir alles genau richtig gemacht. Da ist zu. Wir sind genau den richtigen Weg gegangen und da geht's jetzt raus. Ins Gefängnis, so wie es aussieht. Ja, ich kann jetzt natürlich nicht speichern. Eure Majestät. Ja.
Lange habe ich darauf gewartet. Du hast Redanien so plötzlich verlassen, dass ich dich nicht gebührend verabschieden konnte. Majestät, ich begreife nicht, warum ihr mich habt einkerkern lassen. Was ich tat, diente Redanien. Ich habe die Rebellen unterstützt und Henselt geschwächt. Ich habe für euch meinen guten Namen riskiert. Ich bin kein kleiner Junge mehr, der dir jedes Wort glaubt. Was soll das, Radovid? Ich habe dich in den schwersten Zeiten unterstützt. Du wärst nichts ohne mich. Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich ganz genau. Du hast gegen meinen Vater intrigiert und auch gegen mich. Der redanische Hof hat vor der allmächtigen Philippa Eilhard gezittert. Nein, Majestät, das ist nicht wahr. Lasst mich erklären. Was wirft man mir vor, Majestät? Gesandter! Triss Merigold war so freundlich, uns die Mitgliederliste einer geheimen Organisation, genannt die Loge, anzufertigen. Oh. Darin vertreten waren auch Zauberinnen aus Nilfgaard. Aber um die musst du dir keine Sorgen machen, Herrin. Triss, du bist verrückt. Ihr habt Demavent und Foltest umbringen lassen. Ich vermute, dass du auch bei der Ermordung meines Vaters die Finger im Spiel hattest. Und wärst du nicht in Dimeritium gefesselt, würdest du jetzt mich töten. Aber jetzt ist Schluss, Eilhard. Wir machen dir der Form halber den Prozess, aber du weißt, dass du am Ende bist. Du wirst wegen Verschwörung, Verrats und Königsmords verurteilt. Du wirst gehäutet und landest auf dem Scheiterhaufen. Oh. Ich habe deine kalten Blicke im Rücken schon immer gespürt. Mir ist nicht entgangen, dass meine Untergebenen meine Befehle erst mit deiner stummen Zustimmung ausführten. Der gesamte Hof in Dreiberg hat zugesehen, wie du mich erniedrigt hast. Ganz Redanien hat mich ausgelacht. Weißt du noch, dass du mich gelehrt hast, den Blick der Leute zu halten, bis sie wegsehen? Kein König kann sich Schwäche oder Unentschiedenheit leisten. Deine Worte. Ich bin mittlerweile perfekt darin. Du warst der einzige Mensch, den ich nicht unterwerfen konnte. Jetzt nutzt deine Chance, dein Leiden zu verkürzen. Bekenne dich hier und jetzt, in Anwesenheit des Gesandten, zu deiner Schuld. Sieh mir in die Augen, bereue und ergib dich. Wie du willst. Henker, stich ihr die Augen aus. Ihr macht einen großen Fehler, König. Wir sprechen uns noch, Hexe. Das Problem Philippa ist gelöst. Zeit, ins Lager zurückzukehren. Einen Moment, Exzellenz. Wir überprüfen das Gelände. Und wie wir alle wissen, die wir große Witcher-Fans sind und Witcher 3, die Story von Witcher 3 zumindest ein bisschen kennen, da kann ich sagen, dass die gute Philippa ihre Rache an Radovid bekommt, weil sie ihn nämlich umbringt in The Witcher 3. Auch ohne Augen ist sie trotzdem noch eine der mächtigsten Zauberinnen. Und jetzt müssen wir Informationen über Triss aus dem Sackbauer da rausholen, der uns hat verhaften lassen vor gar nicht mal so langer Zeit, dem wir dann entkommen sind und der Wache voll an den Kopf gebolzt haben mit dem Fuß. So, schauen wir mal, der ist irgendwo da drüben. Ich guck mich nur mal kurz hier um, hier ist alles so hell erleuchtet, das ist also hier der Kerker, hier ist nichts. Da geht's nach oben. Da hat's noch was. Ich guck mal, was da oben ist, das interessiert mich jetzt einfach. Hexersinne. Da ist eine Tür, die ist wahrscheinlich verschlossen, würde ich mal schätzen. Ja, natürlich, wir müssen unten weiter. Alles klar, Spiel. Bin ja schon unterwegs. Ich wollte eben nur mal gucken. Ich bin neugierig. Da kommen wir rein. Da ist Philippa. Kann ich mit ihr reden? Es ist gar nicht so leicht, Philippa Eilhard in Fesseln sehen zu können. Du? Hier? Es ist gar nicht so leicht, Philippa Eilhard in Fesseln sehen zu können. Gut, dann schnappen wir uns jetzt den Kollegen Sackbauer mit unserem neuen Schmerz.
das übrigens schön Schaden macht. So. Genau, das hatte ich auch gerade vor. So, mein Freund. Schluss mit lustig. Gar nicht so einfach, zu dir zu gelangen. Sieh, was sie mir angetan haben. Radovid, dem ich magische Kunststückchen beigebracht habe, als er klein war. Befrei mich, Geralt. Ich muss hier raus, hörst du? Hilf mir! Zuerst will ich ein paar Antworten haben. Oh oh. Ist das wahr, was Schillard gesagt hat? Über die Loge und die Königsmörder? Schillard hat gesagt, was Radovid hören wollte. Halbwahrheiten ohne Zusammenhang. Praktisch hat er gelogen. War Triss daran beteiligt? In der Hinsicht ist sie unschuldig. Allerdings war sie dir gegenüber in vielen Dingen unaufrichtig. Das kannst du mir glauben. Und wozu das Ganze? Welches Interesse habt ihr daran, Könige umzubringen? Hilf mir hier raus. Dann erkläre ich dir alles und helfe dir, Saskia zu entzaubern. Nimm mir die Fesseln ab und bring mich in mein Quartier. Ich flehe dich an. Ich sage dir alles. Alles! Alles klar. Wir machen weiter mit dem Dialog im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.